So, einen schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und Socki sitzt hier seit, ich glaube, einer Woche und wartet hier. Naja, okay. Den Bogen wollte ich zwar nicht mitnehmen, ich wollte aufstehen, aber was soll's, nehmen wir ihn mit. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Nee, wir fangen jetzt nicht an zu lesen hier. Ein Kelch. Ich weiß gar nicht mehr, was wir. Das Geheimnis von Prinzessin Tala. Talara. Entschuldigung. Okay, dann lesen wir halt doch ein Buch. Was soll's. Aber nur eins. Weil das so schön blau ist. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich noch Erfahrung. Und ich kann kurz mal überlegen, was wir eigentlich machen müssen. Waren wir nicht mit einem Hund unterwegs und mit diesem Elfen? Mit unserem Kollegen? Ich weiß es nicht mehr. Was soll's. Ah, ich glaube, jetzt dämmert's wieder. Genau, ich habe ja hier so rumgefailt in den letzten Folgen. Wir müssen den Skelettschlüssel zurückbringen. So langsam kommt die Erinnerung zurück. Ja. Das kommt davon, wenn man seine Let's Plays vernachlässigt. Ich habe seit einer Woche kein Skyrim angerührt, weil ich einfach zu viele Folgen schon aufgenommen hatte. Nö, da gehe ich nicht lang, da will ich nicht hin. Und ja, dann vergisst man ziemlich schnell, was hier abgeht, was man machen muss. Da ja jetzt noch ein paar andere Let's Plays angelaufen sind und ein Let's Play, das ich unbedingt machen will, das aber noch nicht sicher ist, ob ich es machen kann, und deswegen bin ich ein bisschen. So. Okay. Das Allerheiligste stand da. Also bei mir auf dem Pott schaut es anders aus. Aber gut. Der Einrichtungsstil ist Sache des Hauseigentümers. Beziehungsweise des Mieters. Ich weiß nicht, ob die Geister hier die Gruft gemietet haben oder die Eigentümer sind. Keine Ahnung. Ich frage mich bei sowas immer, wer zündet diese Kerzen an? Wer macht das? Ich meine, da muss ja irgendeiner angestellt sein, der früh morgens aufsteht und sich denkt, heute könnte ein Held in diesen Dungeon kommen. Ich glaube, ich gehe mal durch und zünd alle Kerzen an, damit der auch was sieht. Hui! Freunde? Muss ich da runter? Muss ich. Kann doch nicht sein, dass ich da runter muss, oder? Aber es geht nirgendwo anders weiter. Wir machen mal Folgendes. Ich speichere jetzt einfach mal. Ich will hier jetzt nicht viel, zu viel Zeit verlieren. Aber das ist so hoch. Da sterbe ich doch, oder? Ja, YOLO, was soll's. Okay, sterben tue ich nicht, aber ich verliere einiges an Energie. Und jetzt komme ich hier wahrscheinlich nie wieder raus. Toll gemacht. Super Socki. Und jetzt? Wie komme ich jetzt wieder weg? Ach ja. Da anders. Okay. Dann nehmen wir mal seine Nachricht. Oh, Dietriche, Gold. Die Nachricht möchte ich eigentlich gleich lesen. Die waren bei Büchern, ne? Ich fasse es nicht. Da bin ich so weit gereist, habe all diese albernen Rätsel gelöst und alles nur, um hier zu enden. Nachdem ich mir Nitrums Hinweise, die er von Litelus erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nun das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier wieder herauskommen soll. Hoffentlich kommt bald jemand. Ich bekomme langsam Hunger. Ja, ich glaube, hallo? Hallo? Ja, jetzt. Da ging gerade gar nichts mehr.
Hui! Ich glaube, der hatte länger Hunger. Hättest du mal einen Skelettschlüssel dabei gehabt? Bestellen Sie jetzt Ihren Skelettschlüssel für nur 14,95. Skelettschlüssel einsetzen. Ich will nicht. Ich will nicht. Der Skelettschlüssel ist so cool. Ich will den behalten. Ich glaube, wir müssen. Okay, dann. Socki, schmeiß mal rein, das Ding. Hui, hui. Was? Wer bist denn du? Frieda, was haben wir denn hier? Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes. Einen Kuss auf eure Wange. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung. Den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen. Eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen. Die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl, Nachtigall. Achte darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt. Okay. Also, wer bist du überhaupt? Kalia, wo kommst... Mädchen, wo kommst du her? Warum... Hä? Und ich soll jetzt einen Schluck aus diesem... Ich trink doch die Plörre nicht. Huch, was ist denn mit Zockis Gesicht los? Krissel, Krissel. Okay. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Zufrieden? Sie klang eher gleichgültig. Na, wie gefällt dir das? Okay, ja. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Okay. Also keine Gnade. Was hat es mit den Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Gott, hätte ich mir das vielleicht merken sollen? Warum kann ich nicht einfach alle drei sein? Jo. Ja, das würde Socki wirklich fragen. Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt, wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Oh,
Okay, und du bist auch eine Nachtigall, also du auch, oder was? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Ja, ein Ende sollte es nicht sein. Das Let's Play geht noch ein bisschen. Der Anfang wovon? Nun, vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Oh yeah. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen. Und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe. Und verdammt gut darin, was wir tun. Oh yeah, Schwester. Okay. Erzähl mir etwas über die Nachtigallen. Wer ist Nocturnal? Ja, das wissen wir ja. Etwas über den Agenten der Tarnung. Was? Erzählt mir etwas über den Agenten der Tarnung? Der Agent der Tarnung ist Meister darin, ungesehen zu bleiben. Er kann die Dunkelheit manipulieren und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Cool. Erzählt mir etwas über den Agenten der Zwietracht. Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker. Okay. Erzählt mir etwas über den Agenten der Täuschung. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Okay, ist alles cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das mit der Tarnung liegt mir am meisten, glaube ich. Das gefällt mir doch am besten. Okay, und... Wählt euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Okay, und... Kalia? Hä? Gallus! Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Kein Ding. Sie ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Na, mach's mal gut, Bro. Blup. Okay, ich dachte, der verschwindet ein bisschen beeindruckender. Auf welchen Kreis bin ich denn jetzt getreten? Habe ich jetzt... Du musst einen ganzen Tag warten. Oh nein, ich wollte da gar nicht drauf treten. Das war der Halb, ne? Der Halbmond. Was habe ich denn da jetzt genommen? Och nö. Kannst du mir nochmal sagen? Ja, Nachtigall. Was gibt es? Erzählt mir was über die Nachtigallen. Wer ist Nocturnal? Wo werdet ihr von jetzt an sein? Okay, das frage ich dann auch. Woher weiß ich, dass ich hier gebraucht werde? Wenn dieser Ort je wieder in Gefahr gerät, werden die Schatten euch rufen. Bei Bedarf verbindet ein Portal die Grabstätte mit der Nachtigallhalle. Das könnt ihr nutzen, wann immer ihr möchtet. Ah, cool. Wohin ist Gallus gegangen? Gallus' Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Jetzt wird sein Geist eins mit dem ewigen Zwielicht, dem Reich der fortwährenden Dämmerung und der Wiege der Schatten. Er ist also tot. Nein, nicht fort. Doch, doch. Er ist eins mit den Schatten geworden. Also tot. Das ist die größte Ehre, die einer Nachtigall zuteil werden kann. Nach dem Tod. Im Tod ist er ein Teil dessen geworden, was wir leben. Er ist tot. Sie sind ein Teil der Dunkelheit, die uns umgibt. Oh ja, wenn wir wandelt im Schatten oder wandelt mit den Schatten sagen,
bitten wir die dahingeschiedenen Nachtigallen, uns zu beschützen. Oh. Wir glauben, dass sie unser sprichwörtliches Glück bewirken, indem sie ihre Hand auf unsere legen und sie führen. Darum muss der Schattensee wieder geöffnet werden. Ohne ihn kann Nocturnal sie nicht passieren lassen. Okay. Was machst du jetzt so? Hast du heute noch was vor? Hast du Zeit? Ich habe beschlossen, mich in der Nachtigallhalle niederzulassen. Ah, da ja, sie klar. auch euer Zuhause ist, hoffe ich euch und Brynjolf dort zu sehen. Natürlich besuche ich vielleicht hin und wieder einige Städte in Himmelsrand, um Dinge zu besorgen. Wer rastet, der rostet schließlich. Nicht schlecht. Wahr? Super, das heißt, wir haben jetzt zwar kein Haus, aber wir haben eine kleine WG in der Höhle. Super. Ja, ich wollte aber nochmal fragen... Galles Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Kann ich das irgendwo nachgucken? Fertigkeiten? Nee, hier bestimmt nicht. Kann ich das irgendwo nachgucken? Ich würde das gern nachgucken. Statistik. Nee, die brauchen wir nicht. Quest, Kampf, Magie. Allgemeines. Nein. Da kann ich das auch nicht. Ich will wissen, was ich bin. Ich habe nicht aufgepasst. Habt ihr da aufgepasst? Was gibt es? Okay, also wir müssen hier nochmal zurückkommen und gucken. Haltet die Augen offen. Ich gucke nochmal, was war. Wir hätten uns das wirklich anscheinend merken müssen, weil hier steht auch nichts, wenn wir hier davor stehen. Aktiviere Portal zu Entrance. Ach, das sind auch noch Portale. Ja, dann aktivieren wir das doch mal. Hui! Bin ich jetzt tot? Nein, bin ich nicht. Ach, so kommen wir wieder raus. Okay, cool. Hey. Cooler Bogen. Gefällt mir gut. Oh! Hallo, Barbas. Na, feiner? Hm? Du bist auch wieder da. Toll. Okay. Dann haben wir das erledigt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir für dich dein Herrchen zufriedenstellen. Dem sollten wir irgend so eine Axt, glaube ich, besorgen. Dazu gehe ich mal auf die Quests. Barbas. Beschaffe dir mit Barbas Hilfe die Axt. Okay. Kann ich das? Ja, kann ich. So, wo müssen wir denn hin? Erstmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Höhle der Nachtigallen war. Aber die finde ich dann schon wieder. Okay, da können wir nicht hinreisen. Aber hier können wir. Kiefernmondhöhle, da waren wir schon. Dann reisen wir da per Schnellreise hin. Und besorgen mal das Äxtlein. Jetzt sind wir ja offiziell eine Nachtigall. Ja, fein. Ja, ist ja gut. So, wo müssen wir hin? Hallo? Ach, da runter. Hier gibt es eine Höhle. Ach nein, echt? Nein. Da war ich schon drin, da gibt's nichts. Wir gehen in eine andere Höhle. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld haben wir eigentlich? Wo kann ich das gucken? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich will jetzt hier nicht stehen bleiben und schauen, wie viel Geld ich habe. Wir ziehen weiter. Und da hinten geht es, glaube ich, schon rein. Sehr schön. Die Höhle des verlorenen Echos. Okay, Barbas ist da und wo ist unser Elfenfreund? Hallo? Ach, dann eben nicht, dann gehen wir alleine. Was soll's? Wenn der nicht kommt, soll er's lassen. Wir haben keine Zeit. So. Kann ja nicht so schwer sein. Ist ja gut. Ach, da hinten bist du ja. Was hängt da von der Decke? Oh. Die ist leer. Ich kann eigentlich auch lesen, aber ich tue es manchmal einfach nicht.
So, gehen wir mal hier hinter. Wurde mir ja schon in den Kommentaren mitgeteilt, dass man da auch lesen könnte, wenn da leer steht, dass die Truhe leer ist. Hallo? Socki, würdest du bitte deinen Bogen ziehen? Was ist denn los? Wir haben die Schwerter ausgerüstet, aber die zieht sie auch nicht. Ja, jetzt geht's. Hallo? Ist hier irgendjemand oder irgendwas? Was war das wieder? Ja, ist ja gut. Sei ruhig. So, was haben wir hier? Ein bisschen Gold für uns. Das ist doch sehr schön. Babas. Hör auf damit. Okay, das brauchen wir nicht. Der Helm schaut ganz nice aus, deswegen nehme ich den mal mit. Eisenkriegsaxt. Babas. Mach mal Platz. Lass Frauchen mal dahin. Ach, ich bin zu schwer schon wieder. Okay, wir hätten vielleicht, bevor wir hierher gekommen sind, mal gucken sollen, was wir alles entbehren können. Okay, der Eisendolch kann eigentlich weg. Elfendolche brauchen wir auch nicht. Den Bogen brauchen wir auch nicht. Okay. Gut, das sollte fürs Erste reichen. Und ich schaue wieder nicht. So, dieses Mal aber nicht. Babas. Ja, ist ja gut. Der Hund ist echt anstrengend. 2920, Morgenstern, Band 1. Oh, Einhändigkeit verbessert. Machen wir eine kleine Lesestunde noch und dann würde ich sagen, beende ich mal die Folge. Was ist das hier noch? Oh, okay, das können wir auch kurz lesen. Ein mächtiger Fürst verdient eine mächtige... Was? Opfergabe. Aber jeder, der an diesem Ort fiel, bat darum, dass man seiner ihn Bescheidenheit gedenke. Doch wir, die wir ihm dienten, wollten seine Großartigkeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und so, um ihn zu ehren, muss der Betrachter nur auf den einfachen leuchtenden Pilz an diesen Höhlenwänden blicken. Ich verstehe kein Wort. Aber gut, denn wie mächtig oder bescheiden einer im Leben auch sein mag, wir alle kehren zu der Erde zurück, auf der dieser Pilz sprießt. Scheint ein Haufen Unsinn zu sein, aber okay. Aktiviere zeremonielle Kohlpfanne. Kohlenpfanne. Ja, und wie, hä? Kannst mal deinen Bogen auch wegstecken. Du hast ganz schön gutes Equipment von mir bekommen. Ich glaube jetzt einfach mal die Pilze, ist mir jetzt egal. Ja, und was, hä? Was soll ich da jetzt machen? Ah, okay. Wow. Da muss also so ein Pilz rein, ich verstehe. Und da sind Feinde. Babas. Dieser Hund. Oh, dieser Hund. Lass meinen Hund zufrieden. Was, du hast da was? Ach, egal. Ist ja ein göttlicher Hund, dem macht das nichts. So, was haben wir denn hier? Immerhin. Oh, Babas. Ja, ich würde am liebsten das hier sagen. Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsene verehrte.
Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Klavikus gab ihm eine Axt. Ja, so kann er den Fluch auf jeden Fall beenden. Oder konnte. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt.